Hallöchen Leute, jetzt muss ich doch nochmal den C64 von innen zeigen. Nicht weil der kaputt ist, sondern weil hier die Shift-Taste nicht mehr funktioniert. Die hat funktioniert und plötzlich ging sie nicht mehr. Ich hatte sie auch schon runter gehabt. Da ist ein bisschen Rost drin an der Feder. Ich denke mal, da ist Wasser reingekommen. Warum auch immer. Die werde ich jetzt auseinandernehmen und dann werden wir das einfach mal sauber machen. Ich kann euch den ja gleich nochmal zeigen von drin, wie das da drin aussieht. Eine Sache muss ich aber noch machen, und zwar hier den Schalter. Den muss ich nämlich einmal abmachen. Auch den Ring, sonst suche ich den wieder. So, Schalter raus. LED. So, das ist die Tastatur. Die muss ich auch. Einmal die Schrauben. Ja, Entschuldigung, da hängt ja noch ein Kabel dran. Ja, da steht mein Aschenbecher daneben, das ist ein bisschen blöd. Ich zeige euch den jetzt einfach mal so kurz von drinne. Das Abschirmblech ist ja noch da. Hier ist der besagte EEPROM, der da drauf ist. Was ist denn das überhaupt für eine? Was steht da? M2725FI oder sowas. Naja, aber das ist das Shortboard, da ist nicht viel drauf. Hier ist die Sicherung, hier ist der Gleichrichter. Aber einen Spannungsregler gibt es nicht. Da gehen die 9 Volt rein. Hier ist der besagte Transistor, der da irgendwie 9 oder 12 Volt draus macht. Hier sind auch nur noch mal ein paar Gleichrichter. Oder Dioden oder was. Und das war's. Da ist kein 5 Volt, kein 12 Volt Regler, gar nichts drin. So. Mach das mal wieder so. Normalerweise müsste ich die hier noch rausschrauben, die Halter. Wenn man die nicht hat, dann geht das mit der Tastatur nicht. Ja. So, aber wir wollen ja jetzt, beziehungsweise, ihr hört mich ja schlecht, wir wollen ja jetzt die Tastatur einmal. So, da ist noch eine Schraube unter. Eine Schraube unter. Dann nicht gut. So. Ich nehme mal mein neues Gerät, das sich dreht. Ich habe noch ein altes, ein anderes. Der Bit passt. Also ich habe hier, hat ja gar nicht richtig Licht. Ich habe hier ein Gerät, der sich dreht. Der ist von glaube Action. Der hat einen Lithium-Akku. Hier habe ich noch ein Gerät, der sich dreht. Der ist von Parkside. Der dreht ein Stück schneller und der hat den Vorteil, der hat Batterien. Ich habe schon mal geguckt, also ich habe jetzt hier keine dünn genügenden Akkus, auch wenn das von diesen E-Zigaretten passen scheint, passen die hier nicht rein. So, hauen wir das mal aus. Das ist zu fest. Der schafft das nicht. Schafft das der? Der hat ein richtiges Planetengetriebe.
Ja, der. So, das waren jetzt erstmal alle Schrauben. Die muss ich mir jetzt so gut wegpacken. Wo waren die denn? Wo habe ich denn jetzt wieder die? Und zwar einmal löten. Akkulötkolben ist manchmal gar nicht so verkehrt. Ich habe zwar noch den anderen, aber das muss ich hier ablöten. Ja, braucht eine Weile. Der hat auch nicht sehr viel Kraft, also für kleine Sachen, mal ein Kabel zusammenlöten oder sowas wie hier, geht das. Aber etwas größeres Löten ist damit nicht. Nicht machbar. Ja, ihr habt da die Haken drauf. Guck mal hier. So. Aus. Beiseite legen. So. So, und die Shift ist hier hinten. Aber warum geht die nicht? Sieht recht sauber aus. Naja, gut, ich nehme dafür einfach mal Isopropanol. Ein schmalstreifiges Zeltstofftüchlein. Ihr wisst, glaube ich, was es ist. Einmal ordentlich einsprühen. Einmal sauber machen. Wow. Okay. Und noch einmal. So. Wo will ich da jetzt das Zeug darunter? Nö, eigentlich nicht. Gut. Und die anderen Dinger hier. Dasselbe Spiel, aber mit Wattestäbchen. Mache ich dann jetzt mal. Also werdet ihr ja im Zeitraffer dann sehen. So, das war's schon. Das ist wie erledigt. Ach so, ist gut. So, die Platine wieder. Müsste ja so rum. Ja.
und dann wieder den ganzen Sheet zusammenschrauben. So, ihr habt jetzt im Schnelldurchlauf gesehen, wie ich die Schrauben da alle reingedreht habe mit der Hand. Es hat einen Hintergrund. Das mache ich jetzt hier mit einem Schraubendreher, weil irgendwie reinwürgen ist nicht. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ich mache mal das Mikrofon dahin. Ich hoffe, ihr habt das eben gehört. Das hat gleich geknackt. Und zwar habe ich die Schraube angesetzt und nicht gleich festgedreht, sondern ein Stück zurückgesetzt, bis sie in das Gewinde gefallen ist. Oder reingesprungen ist. Das hat den Hintergrund, das ist ein Plastikgewinde. Und wenn man die da irgendwie reinwürgt, schneidet man ein neues Gewinde und dann nudelt man das aus. Diesen Trick, ich weiß nicht von wo, irgendein Englischsprachiger hatte den gesagt, aber das war mir auch vorher schon bekannt. Hatte das nämlich auch so gemacht. Deswegen habe ich das mit der Hand gemacht. Da merke ich ja, wann ich drinne bin, wann und wann nicht. Jetzt kann ich sie alle wieder festziehen und sie sind wieder in ihrem schon zuvor geschnittenen Gewinde drinne, die Schrauben. Das sind ja hier Grobgewinde, dass ich mir die Gewinde nicht kaputt mache. Da, das ist der Hintergrund. Und jetzt schraube ich das wieder fest. Jetzt habt ihr gerade gesehen, dass ich da versucht habe, drei verschiedene Sachen zu schrauben. Im Endeffekt dann her mit der Hand. Weil, jetzt ist der Schraubendreher leer. So gut wie leer. So, jetzt muss ich das hier wieder anlöten. So, ein Akku-Lötkolben ist gar nicht mal so verkehrt. Ich hatte ja einen von Parkside, aber der ist mir ja kaputt gegangen. Und jetzt habe ich hier den, das ist glaube ich von Ferm oder was? Ja. Ferm. Der ist von Action, auch für, was waren das, 12 € oder was ist, was der gekostet hatte. Machen wir nur so, machen wir nicht den Haken rüber. So. Und der hält schon eine ganze Weile. Gestern oder vorgestern hat er mich ein bisschen geärgert. Da fing er mal an zu blinken, habe gedacht, der wäre leer. War er aber nicht. Der Hintergrund da war, die Lötspitze vorne war nicht richtig reingeschraubt. Ach so, verkehrt rum und den muss ich auch noch anschließen. Da ist der freie Pin. Und diesmal bitte nicht wieder versetzt, sonst habe ich wieder das Problem, dass ich, wenn ich auf die 1 drücke, gar nichts habe und auf, was weiß ich, auf W oder was drücke und da dann die 1 habe oder sowas. Das ist nämlich einmal passiert. So, jetzt werde ich den noch mal schnell anschließen. So. Strom. Gleich ist das Bild hier von der Kamera weg. Da kommt dann jetzt gleich das Bild vom C64. Achso, das ist jetzt auf dem Kopf, ja, wegen der Kamera. Okay. Die Shift-Taste und das geht wieder. Achso, Shift-Lock war drinne. So, jetzt nochmal die Shift-Taste. Shift-Taste. Shift-Taste.
Shift-Taste. So, es geht jetzt wieder. Mach mal Enter. Ich drehe mal das Bild um für euch. Wo ist denn das hier? Also, der geht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 plus minus. Das Clear Home ist klar. Cursor nach unten geht auch schon mal. Install geht auch. Control weiß ich nicht. Ja, geht auch. Reagiert er zumindest. Q, W. Nach oben, Restore ging. Run Stop kann ich nicht sagen. Reagiert der Shift Lock? Tut er. Return ist klar. Commodore Taste tut er auch. Die Shift Taste tut er auch. Die Shift-Taste tut er. Cursor runter, Cursor links, Cursor hoch, Cursor rechts funktioniert. Leerzeichen geht, F1 ist klar. Kriegen wir gleich mal hin. Gehen wir mal auf Dolphin DOS. Tut er, tut er, tut er, tut er. Gut. Tasten funktionieren. Das war verkehrt. Ich habe ihm jetzt das Device gekillt. So. Dann seht ihr mich wieder so rum. Jetzt seht ihr mich wieder so rum. So, das funktioniert. Er ist ausgeschalten. Ich zieh die Kabel ab. So. Das passt. So, ich wollte nämlich einmal was ausprobieren. Und zwar habe ich GEOS, das C64 Betriebssystem. In dem Sinne. Und meine Amiga-Maus, beziehungsweise das selbstgebaute D-Pad. Und das wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren, ob das jetzt hier hinhaut. Mit der Atari-Maus ging es nicht. Ich habe ja noch eine Maus vom Atari. So. Den schalte ich an. Das ist das GEOS ungefähr, was ich kenne. Aha, seht ihr? Da. Das funktioniert. So. Das nochmal ab. Das ist nämlich die Amiga-Maus. Oder Commodore-Maus. Nee. Kann ich machen, wie ich will. Nee. Gut. Im anderen Port. Geht nix. Okay. Normalerweise sollte das damit funktionieren, mit der Maus. Weil die nicht anders funktioniert wie das D-Pad. Ja, das ist ja doof. Okay. Soll es bis hierhin sein, aber das wollte ich mal ausprobieren mit der Maus. Funktioniert nicht. Gut. Dann danke fürs Zugucken. Wie ich das Video schneide, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt hier schon fast 42 Minuten auf der Uhr. Mal gucken. Aber erstmal danke fürs Zugucken, dass die Shift-Taste nicht wollte. Jetzt geht sie wieder. Ich habe sie ja gereinigt. Gut. Dann bis zum nächsten Video.
Eigentlich Amiga, aber ich warte immer noch auf Amazon. Eigentlich sollte das schon da sein, kommt aber nicht. Weiß auch nicht warum. Na gut. Dann, tschüssi.